Kräftig auf Mösner! Heute mal erst einmal die Veranstaltungsregeln. Und zwar kein Alkohol auf der Demo bitte. Keine Hunde, außer Blindenhunde. Fahnenstangen aus Weichholz, 1,50 Meter Länge maximal. So, wir haben uns mal ein bisschen mehr Zeit gelassen, jetzt die nächste Demonstrationsveranstaltung zu halten. Wir waren jetzt, nachdem das letzte Mal der Uwe mit da war, haben wir Ausarbeitungen gemacht in Zusammenarbeit und haben Recherchen betrieben, um alles dann voranzutreiben. Auf dem Flyer muss man mal darauf hinweisen, dass es dazu kein Missverständnissen kommt. Wo wir den Flyer gedruckt haben, haben wir drauf geschrieben, dass wir 8 Volksvertreter wählen wollen nach Referendum und dann einer Verweserwahl. Das ist nicht ganz korrekt, das werden 10 werden, weil zu dem Zeitpunkt waren wir noch davon ausgegangen, dass oben Ortmannsdorf, Neuschönburg und Marinau noch eins waren, aber die sind 1936 zusammengegangen zu einer Gemeinde und das wäre dann Mitteldeutschland, Weimarer Republik, da wollen wir nicht hin, wir wollen es richtig machen und werden dann 10 Verweser werden dann gewählt per Referendum. Dazu kommen wir dann auch näher nochmal. Wir wollen aber erst einmal, bevor wir damit anfangen, werden uns das für den goldenen Schluss aufheben, wollen wir erst einmal anfangen zu unserer Kommunalpolitik, was in den letzten Wochen hier passiert ist. Wir haben ja einiges erfahren dürfen, wie es hier los ist. Wir haben zum Beispiel einen Hitler-Imitanten in unserem Gemeinderat sitzen, den Herrn Iman, der Geschäftsführer ist von Freund Dächer, unserem Bürgermeister, Herrn Hendrik Freund. Wir haben, ist auch ein interessantes Video aufgetaucht bei Caravan Nancy, wo unser Bundestagsabgeordneter Körber-Karsten in sehr eindeutiger Pose drauf zu sehen ist, der eigentlich für die CDU alles andere als repräsentativ ist. Und noch viele weitere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch einen Gemeinderat namens Dietmar Unger, der erst gegen die Asylnotunterkunft gestimmt hat, beim Ausschuss aber auf einmal das treibende Handzeichen gegeben hat, dass die Begegnungsstätte in Micheln doch errichtet werden kann. Was eine bodenlose, also tut mir leid, aber ich kann das absolut nicht nachvollziehen, wie man erst gegen Asylunterkunft ist und dann aber so eine Begegnungsstätte erheben wird. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Dietmar Unger jetzt ein neues Auto hat, was merkwürdigerweise dasselbe Fabrikat mit derselben Farbe ist, wie das, was vom Bürgermeister seine Frau ihr ursprüngliches Fahrzeug war. Das ist nämlich auch mal eine interessante Sache nachzurecherchieren. Da liegt wahrscheinlich der Verdacht sehr groß auf Korruption. Das werden wir uns auch noch näher zu Gemüte führen. Und da werden wir auch weitere Ausführungen zu machen und euch weiter informieren. Und wir werden jetzt erstmal anfangen. Die Kaldi hat ein bisschen was vorbereitet zum Kommunalwesen. Genauso wie unser Wolf Bernd, der dann auch noch ein bisschen was dazu sagen hat. Und ich wünsche euch erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Eigentlich auch, wenn es nicht mehr zum Lachen ist, eigentlich bloß noch zum Heulen. Und freue mich auf, dass ihr alle da seid. Hallo Milsen! Nach einer längeren Zeit der Recherche wollen wir mit unserer Demo fortfahren. Wir wollen dies aber nicht nur an einem bestimmten Standort tun, sondern etwas durch Milsen ziehen, um den Leuten auch mal vor Augen zu führen, was die Bewohner für Sorgen haben. Wir werden zu jedem Standort die Probleme ansprechen, die vorwiegend in diesem Ort für Protest sorgen. Da bin ich aber jetzt von Micheln etwas enttäuscht. Ich muss ehrlich sagen, wir haben Protest genug und lassen sich hier nur in geringer Stückzahl sehen. Wir haben als erstes diesen Platz ausgewählt. Wir haben dazu mehrere Gründe, die wir euch natürlich nennen möchten. Der erste Grund ist die ehemalige Grundschule. Die ist hier hinten.
dort draußen, die im vergangenen Herbst für reichlich Protest gesorgt hat. Mehr als offensichtlich ging es ja wohl kaum, um zu beweisen, dass wir nicht in einer Demokratie leben, sondern in einer Diktatur. Wie viele von uns hatten oder haben noch immer Bauchschmerzen, wenn sie daran denken, wie einfach über unsere alle Köpfe hinweg entschieden worden ist. Zum einen muss man auch was Positives berichten, die Schule ist bis jetzt nicht voll belegt. Und zum anderen, die Bewohner bisher nicht negativ in Erscheinung getreten sind, außer der versuchte Fensterschutz. Der zweite Grund ist diese Bushaltestelle, die hinter euch. Beunruhigte Eltern stellten eine einfache, nicht mal kostenintensive Anfrage an den Bürgermeister, dass man doch bitte diese Bushaltestelle besser beleuchten könnte. Herr Freund tut dies als Extrawurst ab. Unser Wunsch nach Sicherheit für unsere Kinder ist also eine Extrawurst. Momentan ist es ja hell früh, also können wir anscheinend wieder warten bis Winter. Mal sehen, ob sich dann was tut. Ich selbst habe auf einer Gemeinderatssitzung nochmal darum gebeten, diese Bushaltestelle besser zu beleuchten. Doch wie immer, Schweigen im Walde. Aber vielleicht gibt es in Mülsen irgendwo noch ein Kassenhäuschen, was für 300.000 gebaut werden muss, ist ja schließlich wichtiger als so eine Lampe. Der dritte Grund kam mir in der letzten Gemeinderatssitzung, als es um die Windräder ging. Ein Bürger sprach Herrn Freund an, warum er nicht gegen den Windpark vorgegangen sei. Herr Freund beantwortete dieses, dass er für seinen Protesteinsatz nur Spott geerntet hat. Auf die Frage wegen den verpassten Fristen lügt er dreist diesen Bürger an. Er hätte alles fristgemäß eingereicht. Ist halt nur zu dumm, dass es da für die Fristversäumung Beweise gibt. Der nächste Grund war für mich dieser schöne Maibaum dort, der mit sehr viel Hingabe und Einsatz gefertigt und am 1. Mai aufgestellt wurde. Am 1. Mai war auch noch eine Veranstaltung, und zwar die Kranzniederlegung am Mahnmal vor dem Textilwerk. Ein großes Lob an den Verein und die Beteiligten, die die Pflege dieser Gedenkstätte in den Händen haben. Es sieht jetzt wieder sehr schön aus. Was mich sehr verwundert hat, dass weder in der Presse noch mit den Leuten, die ich gesprochen habe, kein Wort darüber gefallen ist, dass der Bürgermeister mit anwesend war. Liegt vielleicht daran, dass weder Herr Freund, geschweige denn ein Fraktionsmitglied von der CDU gesichtet wurde. Gerade für die CDU soll dieser Termin eine Pflichtveranstaltung sein. Vor allem ihren Fraktionsvorsitzenden Carsten Niemann, der ja bekanntlich gerne Sprüche aus der KZ-Zeit als WhatsApp-Status vorzuweisen hat. Und die Ausrede mit Beta vorschieben ist lächerlich. Damit benutzt nämlich ganze Sätze. Nicht der Glaube macht selig, nicht der Glaube an egoistische Pfaffen und Adelszwecke, sondern die Arbeit macht selig, denn die Arbeit macht frei. Also warum nur drei Worte aus einem gesamten Satz pflücken? Und tut mir leid, aber wer lässt sich eigentlich davon aufmuntern? Ich definitiv nicht. Ging natürlich durch die Presse, was ich für richtig halte. Denn auch solche Fehltritte sollten und müssten öffentlich gemacht werden. Selbst Herr Carsten Körber. Kleinen Moment. Unser geschätzter Bundestagsabgeordneter, unser Direktor trat zu Berlin, fragt sich bloß in welcher Branche. Er damit meint, Politik kann er da nicht meinen. Wenn man das Video bei YouTube sieht, hat er noch verborgene Talente, wie es scheint. Selbst er hat anscheinend jemand mal ein Dudu verpasst. Aber geraten, aus dem Amt des Gemeinderates auszutreten, habe er ihm nicht, laut Freien Presse. Herr Körber, nur weil Sie es ihm nicht raten sollten, sollen wir es dulden, weiter jemanden im Gemeinderat sitzen zu lassen,
der solche Sprüche und vielleicht auch so eine Neigung besitzt. Ich sage nein und fordere ihm an Carsten auf zu einer öffentlichen Stellungnahme, sei es in einer Gemeinderatssitzung oder hier bei unserer Demo. Dies ist keine private Zwistigkeit zwischen Gemeinderat, Gemeinderäten, sondern dieses geht die gesamte Gemeinde Mösen etwas an. Und da braucht Herr Freund ihn auch nicht zu decken. Wenn diese öffentliche Stellungnahme nicht kommt, fordere ich als Mösener Bürgerin, dass Herr Ehmann sein Amt als Gemeinderat niederlegt. Und seinen Unterstützer auch natürlich. Fünfter Grund war auch die Begegnungsstätte. Vor längerer Zeit wurde in Mischeln und in Turm aus Kostengründen die Jugendeinrichtungen geschlossen, was viele Eltern und Kinder sehr bedauert haben. Hier entsteht der Verdacht, dass die Diakonie eine bevorzugte Behandlung genießt. Kaltmiete wird erlassen. Sind es nicht diejenigen, die von der ganzen Flüchtlingskrise profitieren, die gutes Geld damit verdienen mit der Versorgung der Geflüchteten? Haben wir in der Gemeinde so viel Geld, dass wir darauf verzichten können? Bei einem dicken Minus vor den Zahlen wohl kaum. Außerdem hat die ehemalige Schule genug Platz, um dort dieses zu machen. Und gegen ein bisschen Kontrolle, wer da rein und raus geht, sollte eigentlich kein Problem sein. Außerdem drei große Räume, die gesamte obere Etage. Für was denn? Und der Ortsvorsteher kann seine Einwohner auf 16 Quadratmeter Büro empfangen. Zum Thema Gemeinderat. Es ist schon lustig, wenn man bei Facebook einen Post macht in Bezug auf Ehmann und seinen Post. Und einen Gemeinderatsmitglied namens Tronje Hagen darunter postet. Er hat für das Asylheim gestimmt und auch für die Begegnungsstätte. Herr Hagen, sind Sie nicht von den Bürgern von Mösen gewählt worden? Haben Sie Ihre Wählerschaft gefragt, ob sie das möchte? Uns fragt schon lange keiner mehr, ob wir das wollen. Sie entscheiden nur für sich und für Ihre Partei. Ich will wieder mitbestimmen. Ich will niemanden mehr überlassen, in angeblich meinen Interessen Entscheidungen zu treffen. Ich bin alt genug zu wissen, was ich möchte und was nicht. Ein freies Mösen wird es nicht geben, solange Freund als Bürgermeister eingesetzt ist. Eine direkte Mitbestimmung wird es unter Freund auch nicht geben. Dafür ist er viel zu kontrollsüchtig. Man hat es doch gerade gesehen, er ist doch gerade vorbeigefahren. Er könnte kaum noch jemanden beeinflussen, unter Druck setzen oder manipulieren. Deshalb fordere ich alle Mösener auf. Wenn ihr was verändern wollt und einen wahren Demokraten als Bürgermeister haben wollt und der euch das Recht auf direkte Mitbestimmung gibt, dann geht zur Wahlurne, wählt den Herrn Freund ab. Wir könnten somit ein Vorbild für viele Gemeinden werden. Wenn wir das Abwahlverfahren einlegen, und das wird circa im Herbst geschehen, müssen mindestens 51% der Wahlberechtigten einer Abwahl zustimmen. Das sind grob über den Daumen 5.100 Wahlberechtigte. Die Umfragebögen haben gezeigt, dass es möglich ist. Aber die Wahlurne kommt nicht zu euch nach Hause. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr bis 2022 ein freies, demokratisches Mösen haben wollt oder nur das fresst, was Freund euch gnädigerweise vor die Füße schmeißt. Ich kann euch auch keine Nachfolger nennen, denn die, die dann zur Auswahl stehen werden, müsst ihr selbst beurteilen. Und dieses dann bitte mit Verstand und nicht mit bloßem Glaube. Wir haben Rechtsbeistände, um alles ordnungsgemäß ablaufen zu lassen. Und wir sind kämpferisch aufgestellt. Wir geben nicht auf. So. Danke, Kadi. Ja, nochmal zu dem Abwahlverfahren. Wir haben ja vorneweg was durchgemacht, und zwar ein Stimmzettel, den haben wir rumgegeben, sind 100 Stück, sind rausgegangen, 300 Stück kamen zurück. Wir wollten das mal gerne nochmal mit aufnehmen, weil ja viele vielleicht denken, wir tun einfach mal was und dann kommt kein Ergebnis bei raus. Ganz im Gegenteil, wir haben 3.800 Stimmen gehabt, oder haben die noch, die halt
gegen den Bürgermeister sind und bereit wären, dieses Abwahlverfahren auch einzuleiten. Das Problem bloß bei der Sache ist, mit diesen 51% der Wahlberechtigten, ja, in Betracht jetzt der ganzen Wahlabgaben, die jetzt die Beteiligung, sieht so aus, dass man heute Herr Freund dann bloß 9% oder 10% bräuchte, jetzt im Vergleich zur letzten oder vorletzten Wahl, seiner Freunde, um halt im Amt bestehen bleiben zu können. Also da können 5.999 gegen den Freund sein, wenn dann bloß 1.000 dafür abstimmen und die Mehrheit wird dann somit wieder unterdrückt. So funktioniert dieses ganze BRD-System. Und beim besten Willen, ich glaube nicht, dass es in unserem Ansinnen ist, diesen Bürgermeister noch mit so einem Abwahlverfahren zu bestärken. Darum haben wir, wie gesagt, haben wir auch diese zweite Option per Verweserwahl, wenn wir es dann machen wollen, das richtig zu machen. Weil auch wenn ein Herr Freund weg ist, ist er immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ja, es ist tatsächlich so. Und zwar, er bekommt weiterhin seine Bezüge, auch wenn er nicht mehr Bürgermeister ist. Und wollen wir denn so einen Ganoven, so einen Verbrecher, so einen Kriminellen der BRD weiterhin noch Geld dafür bezahlen, fürs Nichtstun, im Gegenteil noch, um noch mehr Schaden anzurichten für Mensch, Tier und Natur? Beim besten Willen, ich glaube nicht, dass es unser Ansehen ist. Das nächste große Projekt zur Selbstverherrlichung von unserem Herrn Bürgermeister oder, sagen wir mal korrekt ausgesprochen, eingesetzten Verwalter der Firma Gemeinde Mülsen, ist ja dieser Kindergartenneubau, wo man, ja, man hat einfach über die Köpfe hinweg entschieden. Man hat 16 Vorgaben gehabt, 3 kamen nur zur Auswahl. Man will unbedingt ein Großprojekt starten, was wieder Millionen verschlingt. Und anstatt 2 ortsgebundene Kindergärten zu lassen, den einen Kindergarten in Ortmannsdorf ein bisschen zu sanieren und den anderen Kindergarten in Niklas neu zu bauen, ist immer noch bedeutend kostengünstiger als wie einen neuen. Das geht schon auch schon mit den Kindergartenplätzen los, wo dieses Großprojekt der Selbstverherrlichung weniger Kindergartenplätze beinhaltet, als sie, wenn man die 2 alten belassen würde. Und das ist wieder Antifamilienpolitik der BRD. Und da muss ich sagen, voll Teufel. Dazu hören wir jetzt auch nochmal den Wolf Bernd, der sich für die Garagengemeinschaft dort oben einsetzt, wo dieser Kindergarten hingerichtet werden soll. Man kann es so sagen, hingerichtet. Und den würde ich mal gerne vorbitten, dass er mal noch was dazu sagt. Danke. So, Herr Rudolf, wunderbare Ausführungen hierzu, zum aktuellen Stand auch, auch die Vorrednerin. Da fällt ihm eigentlich so vieles ein. Logisch sind da eigentlich die Dinge, wo wir sagen müssen, es lacht das Herz, es gibt was für die Menschen, es wird was gebracht, ganz einfach für Jung und Alt. Wir erhalten unsere Natur, wir erhalten unsere Landschaft und wir sind friedlich über die Dinge, die jetzt so passieren. Und da sind manch einige Menschen ganz einfach schlichtweg traurig, was so passiert. Und erst am Anfang damit, der Wonnemonat Mai hat natürlich als solches nichts mit Liebe zu tun, sondern es hieß geschichtlich der Weidemonat, weil in dieser Zeit auf die Weide getrieben wird. Und das wissen ganz einfach die Landwirte. Im März war es der Lebensmonat oder der Frühlingsmond, auf dem Arbeit auf den Äckern begann. Den April nannte man schlichtweg der Ostermond, denn in dieser Zeit wurde das Osterfest gefeiert. Es klang so ähnlich. Im Juni lagen die Äcker auf Brach. So war dies der Brachmond und der Juli war der Heumond, weil in dieser Zeit Heu eingeholt wurde. Ja, so vieles zum Kalender. Was kommt also auf, wenn Sie sagen Wetter, noch auf uns zu. Im Frühjahr, oder es war noch Winter, Jürgen Elsässer in Zwickau als Journalist und Publizist hat es schon mehrfach in seinen Reden betont und außerordentlich auch gravierend dargestellt, was wir für eine wunderschöne Heimat haben und welches wunderschöne Land wir haben. Und darum eins sagen, der Mülzengrund von Niedermülzen, Schlunzig Niedermülzen bis Ortmannsdorf Neuschönburg, ein wunderschöner Ort.
Wir haben es selber gesehen zum Rat der Sonntag, wie viele tausend Menschen den Münzengrund aufgesucht haben, unseren Ort besucht haben. Und da schaut man links und rechts, wo alles so schön blüht und sehr zufriedene Menschen auch wohnen. Und schaut man sich in dieser Zeit auch mal so viele andere Dinge an, da verschlägt es manch einen schon die Sprache. Ob es Kommunalpolitiker sind, ob es Landespolitiker sind oder sind Kommunalpolitiker oder Bundespolitiker. Denkt man ganz einfach immer an die Großen, Helmut Schmidt als Bundeskanzler, denkt man an den verstorbenen Hans-Dietrich Genscher oder denkt man jetzt noch ganz aktiv an den Dr. Gregor Gysi, Christian Lindner von der FDP, oder kann man sich auch Norbert Blüm an diese beliebte Person einfach daran erinnern? Da lacht das Herz, wo man sagen kann, die Menschen verkörpern etwas für die Menschen, die haben etwas für die Menschen getan. Und schaut man sich im Gegenzug Personen an, im Landkreis, in der Kommune, welche Verantwortung eigentlich tragen für den Menschen. Sie hätten verdammt nochmal die Pflicht, für den Bürger so einiges zu tun. Und da kommt einem so manchmal die Galle, wenn man das so sieht. Wie wird das Geld zum Fenster rausgeschmissen von Kommunalpolitikern, von Landespolitikern. Und nicht zu Unrecht sind jetzt die Bürger der Auffassung, hier muss sich ganz dringend etwas verändern. Hier sind ganz einfach Veränderungen schon im Rechtssystem gefragt. Wenn ich sage Rechtssystem, dann ist das Wahlrecht, was grundsätzlich geändert werden muss. Und das ganz dringend. Wenn nämlich unter 50% der wahlberechtigten Personen nicht zur Wahl gehen, dann ist eine Wahl als ungültig zu erklären, egal wie dem auch sei. Die Wahl ist ungültig bei einer Wahlbeteiligung unter 50% der Wahlberechtigten. Ohne Wenn und Aber. Das muss geändert werden im Wahlgesetz. Dann kommen wir zum Arbeitsrecht. Hier muss auch eine dringende Veränderung, ich habe es schon im Problem angemahnt dazu, und das sind Petitionen. Arbeitsrecht, das Wichtige dran. Wer im privaten Sektor arbeitet, egal wo und wie, hat sich verdammt nochmal so richtig so zu verhalten, dass es keinen Grund gibt und keinen Anlass gibt zur Kritik. So, und das bedeutet natürlich im gleichen Stil auch, dass es für die Beamten und Bediensteten im öffentlichen Recht genau dasselbe zutrifft. Wer sich daneben benimmt und wer eine Dienstaufsichtsbeschwerde erfasst, bekommt die gelbe Karte. Das bedeutet quasi eine sogenannte Abmahnung. Und bei der zweiten Abmahnung ist es die rote Karte. Das bedeutet die fristlose Kündigung. Und das muss im öffentlichen Dienst genauso durchgesetzt werden wie im Privatrecht. Und da kann man nur eines sagen, die anständigen Arbeitnehmer, die würden sich gar nicht herablassen, die würden sich das gar nicht getrauen. Also das sind die zwei dringenden Veränderungen, die uns einfach bevorstehen. Schlagzeilen über Wahlbetrug macht manch einen schon das Herz so richtig griffig. Und Wahlbetrug kennen die Deutschen eigentlich nur wie aus den Ländern von Usbekistan. Nein, hier haben sich zwei Wissenschaftler, das heißt Professor Christian Bräuning und Professor Achim Göres, mit der Sache auseinandergesetzt und haben gesagt, in Deutschland gibt es Wahlbetrug in Größenordnung. Und da gibt es sogar Analysen jetzt. Zur letzten Wahl hat man ganz einfach auch die Analysen so gestartet. Und da sagt man, Wahlbetrug, das ist eigentlich kein Kavaliersdelikt mehr, das ist ein schweres Verbrechen. Und man hat sogar jetzt die Fälschungen ganz einfach aufgelistet, im Internet nachlesbar. Frankfurter Neue Presse, Verdacht auf Wahlbetrug, 17.03. in diesem Jahre, 2016. Rhein-Main-Presse, Staatsanwaltschaft ermittelt in Kelsterbach wegen Wahlfälschung. Bürgerschaftswahl Hamburg 2015, Wahlbetrug in Größenordnungen. In Stendal, Sachsen-Anhalt, kann man eine Volksstimme nach der anderen auslesen. Hier gibt es Betrug bis die schwarze Nacht. Also von Ehrlichkeit ist man weit entfernt. Und da frage ich mich, das kann doch nicht unsere neue Politik sein, dass wir Wahlbetrug ganz einfach auf unsere Listen uns schreiben. Und jetzt komme ich zu einem ganz enormen Thema, wo es ja manchmal so schön die Sprache verschlägt. 60 Millionen Euro Asylkosten bleiben Kommunen bislang sitzen. Laut einem Gutachten
sind die Hilfen des Landes für kreisfreie Städte und Wahlkreise deutlich geringer als ihre Asylausgaben. Dresden, ganz aktuell, brandaktuell von gestern, wenn Kommunen und Freistaat um das liebe Geld streiten, kennen beide Seiten kein Pardon mehr. Das war schon so, als Finanzminister Georg Milbrat noch er im Amt war. Der jetzige Amtsinhaber Georg Unland ist bekanntlich ähnlich unnachgiebig, wenn nicht sogar noch unnachgiebiger. Rechtzeitig zu den Verhandlungen im Finanzausgleich wurde gestritten. Da frage ich mich, das sind Gelder, ganz einfach vorhandene, die könnten wir doch viel, viel wichtiger gebrauchen, als im Asyl reinbuddern. Das kann doch nicht Wahrheit sein, sodass wir sagen, hier sind mal 60 Millionen Euro vorhanden, hier sind 400 Millionen vorhanden, hier sind 218 Millionen gleich mal vorhanden, das wird verteilt. Das sind doch Dinge, da scheut's doch und streut doch jeden das Haar. Kann nicht sein. Ich sage euch nur eins, wir müssen Veränderungen her, hier muss der Bürger mitreden, was wird mit dem Geld gemacht? Hier kann nicht ganz einfach das Geld verteilt werden, naja, nach dem Motto, heute fällt man mal so ein, heute kriegt der was, heute kriegt die was. Wenn ich Michel anschaue, letzte Woche sagte einer, 60.000 Euro pro Monat wird ganz einfach dem der Stadt gezahlt, Zwickau, die das Asylheim betreiben. Da frage ich mich, wo sind denn auf einmal 60.000 Euro her? Für eine Lampe reicht es nicht einmal, für eine Lampe, wo die Kinder ganz einfach darauf angewiesen sind, vor der Sicherheit. Und 60.000 Euro pro Monat werden ganz einfach der Stadtmission Zwickau gezahlt. Das sind Dinge vorhanden, da bleibt dann einfach nur die Spucke weg. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was Herr Rudolf angesprochen hat. Kindergarten in Obermilzengrund. Da gibt es Fachleute, die sprechen immer wieder davon, warum bringt man nicht die zwei Kindergärten ganz einfach auf den Punkt, wo wir sagen können, hier sind Obermilzendorfer bedient, hier sind die Schönbäume bedient, hier ist Niklas bedient. Der Obermilzendorfer Kindergarten wurde vor 2 Jahren renoviert, weiß jeder, die schon mal alles umgeschaut haben. Da hat man gesagt, hier ist eine Abwasserkläranlage gebaut worden. Hier wurde die Außentreppe, die Sicherheitstreppe angebracht. Hier ist ganz einfach richtig investiert worden. Einfach schlichtweg richtig investiert worden. Kann man so sagen. Und Niklas, der Kindergarten, der wäre wegzuschieben. Kleiner neuer Kindergarten. An den Personalkosten ändert sich doch nichts dran. Die Personalkosten bleiben doch die gleichen, weil die Kinderzahl ebenfalls gleichbleibend sind. Also kann man da ganz einfach logischerweise davon ausgehen, hier gehört gesunder Menschenverstand dran. Herr Bürgermeister, ich kann Sie nur bitten, dass Sie ganz einfach nochmal Ihre Gedanken überlegen und dass Sie ganz einfach nüchtern die Sache mal betrachten, dass wir zwei Kindergärten im oberen Mülzengrund für sinnvoll achten. Und das würden auch die Bürger mittragen, im vollen Umfang. Kann ich nur sagen, ja. Und deshalb bleibt meine Aufforderung auch an den Bürgermeister erhalten, wieder mal mit gesundem, klaren Menschenverstand die Sache betrachten, bevor der obere Mülzengrund auch noch mit auf die Straße geht, denn es reicht. Wenn dieser Quatsch noch kommt, am Obermilzendorfer Bahnhof einen neuen Kindergarten zu bauen, da hat man wahrscheinlich nicht nur eine Schnapsidee gehabt, da hat man vielleicht eine Idee gehabt, früher nannte man es Arschidee, aber man kann es als Schnapsidee bezeichnen, was hier eingeflossen worden ist. Kann nicht sein, Obermilzendorfer Bahnhof der ungünstigste Standort für die Nachfahren. Und dann Niklas und Obermilzendorf Neuschönburg wollen natürlich nicht aus der Welt geschnitten sein. Das ist der ungünstige Standort. Hier muss ganz einfach die Vernunft siegen. An alle kann ich nur sagen, die Petition wird in den nächsten Tagen durch den Mülzengrund durchgehen. Gibt nur die eine Auffassung, eine Petition, dass wir sagen, wir brauchen zwei Kindergärten, die Personalkosten bleiben dieselben. Und nicht weg, brauchen wir ganz einfach was für unsere Ortschaften. Die können nicht aussterben. Schaut euch mal die Ortschaften an. Rathäuser sind abhanden gekommen. Die Schulen wurden zugemacht. Niklas Obermilzendorf hat keinen Pfarrer mehr. Also es sind Dinge, da sträubt's einem die Haare. Sträubt's einem die Haare. Wo gehen wir denn noch hin? Prestigebauten, die brauchen wir nicht. Wir brauchen ganz einfach einen klaren Menschenverstand, um für unsere Nachfahren und für unsere Nachkommen brauchen wir das Allerbeste. Legal.